Herr Professor Keller, das Programm nimmt aktuelle Entwicklungen in den Blick. Was sind denn die Schwerpunkte in diesem Jahr? Lassen Sie mich das einfach an zwei Beispielen erläutern. Das eine ist unsere europäische Kultur, die von Aufklärung geprägt ist. Wir haben eine strikte Trennung von Staat und Kirche. So, jetzt haben wir inzwischen aber die Tatsache, dass islamisch geprägte Zuwanderer zu uns nach Europa kommen mit einem ganz anderen Kulturverständnis und vor allem also auch einem Zueinander von Politik und Religion. Das gehört zusammen, das ist für die ein einziges Paket. Und da stellt sich für uns natürlich jetzt schon die Frage, müssen wir da nicht über unsere Gottesfrage nochmal neu nachdenken? Ist denn vielleicht unsere Gottesfrage, wie wir sie bis jetzt gesellschaftlich, politisch gelöst haben, irgendwie in die Krise geraten? Ein zweites Beispiel. Wir stecken mitten in einer digitalen Revolution. Wenn Sie mit dem Handy telefonieren, wenn Sie mit dem Auto unterwegs sind per GPS oder wenn Sie im Internet auf den Straßen von Google unterwegs sind, überall hinterlassen Sie Daten. Diese Daten werden gesammelt, die werden ausgewertet und werden am Ende sogar noch verkauft. Und da stellt sich für uns doch ganz wichtig die Frage, wollen wir das überhaupt? Und diesen Fragen nachgehen, das ist also etwas gewesen, was wir sagten, das muss bei uns in einigen Veranstaltungen aufgegriffen werden. Und so ist eine Veranstaltungsreihe entstanden mit dem Titel Was kommt da auf uns zu? Sie haben bereits zwei Themen erwähnt. Welche Rolle spielt denn die Bildung in Ihrem aktuellen Programm? Lassen Sie mich Papst Franziskus ins Spiel bringen. Er hat unlängst vor ein paar Wochen in einer Audienz den Bildungsverständigen dort gesagt, Bildung weckt Hoffnung. Und dann hat er den Satz weitergeführt, und Menschen können ohne Hoffnung gar nicht leben. Schauen Sie, ich denke, das ist eine Grundlage auch für uns in der katholischen Erwachsenenbildung. Das bedeutet doch für uns, dass unser Bildungsbemühen, auch unser Bildungsangebot kein Luxus ist, auf den man verzichten kann. Denn am Ende geht es doch immer um unsere Identität, um unsere Lebensentwürfe, auch dass das gelingen mag. Und Mai, mit Bildung, da lassen sich ja vielleicht sogar Berge versetzen. Und jetzt haben Sie sich noch was ganz Neues ausgedacht. Sie sprechen mit einem neuen Konzept eine ganz neue Zielgruppe an. Um was handelt es sich denn? Das ist eine Veranstaltungsreihe mit dem Titel Bildung um 10. Die ist ganz bewusst jetzt entworfen für Menschen, die eher am Vormittag frei sind und auch interessiert sind, eine Bildungsveranstaltung zu besuchen. Da gibt es ein interessantes Angebot zu Kunst, Kultur, auch Kirche. Und wir haben eine tolle Entdeckungstour auch in diesem Veranstaltungsangebot. Da geht es um das neue Bistumsarchiv, das wir besuchen wollen und wo wir viel, viel Interessantes entdecken können. Das ist ja eine ehemalige Kirche, die man jetzt zu dem Bistumsarchiv auch umgewandelt hat. Ja, seien Sie einfach ganz herzlich willkommen und Sie werden entdecken, dass es ganz, ganz vieles zu sehen und zu hören gibt in der katholischen Erwachsenenbildung.